Beim Beachvolleyball ist eine 100% präzise Annahme gar nicht der Schlüsselfaktor. Vielmehr geht es darum, den Ball hoch in die Feldmitte oder im Sinne eines engen Spielkonzeptes in den Circle of Trust zu bringen, um von dort aus in einem präzisen Zuspiel perfekt für einen Angriff vorzubereiten. Aber wie gesagt, die Annahme muss nicht hundertprozentig präzise sein. Wenn ich jedoch hier viele Bälle direkt abschenke und es meinem Mitspieler unglaublich schwer mache, ein Zuspiel zu machen, dann habe ich kaum eine Chance, gerade wenn der Gegner einen guten Sideout spielt. Und welche zwei Faktoren aus meiner Sicht mitentscheidend sind, eine gute Annahme zu stellen, die erfahrt ihr hier im Video. Bleibt dran, schaut euch. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist immer noch Martin. Hier dreht sich alles ums Thema Volleyball, zurzeit um Beachvolleyball. Wir haben einen herrlichen Sommer, können häufig in den Sand und uns dort verbessern. Und ich habe heute zwei Tipps mit dabei, wie ihr in der Annahme besser werden könnt. Gerade wenn euch da vielleicht der ein oder andere Ball mal weggeht, was einfach immer sehr teuer ist, gerade zum Ende eines Satzes in der Crunch-Time. Da will ich doch die Bälle vorne nach vorne bringen, in den Circle of Trust spielen, damit meine Mitspielerin oder mein Mitspieler ein gutes Zuspiel machen kann, damit das möglichst einfach hat, mir den Ball perfekt vorzulegen. Und dafür müssen wir einfach den Ball erstmal in einem schönen Bogen nach vorne im Sinne des engen Spielkonzepts nicht zu dicht ans Netz bringen, damit aber ein Zuspiel eben sehr leicht fällt. Und dafür habe ich heute zwei Tipps dabei, die gucken wir uns direkt im Rahmen einer Übung an. Let's go! Die Ausgestaltung der Übung ist gar nicht das Entscheidende. Ihr seht, wir machen hier einfache Bälle übers Netz und dann eine Annahme nach vorne zu einem Abfänger, der den Ball zurückgibt. Also absolutes Standardprozedere für das Thema Annahme. Hier geht es mir vielmehr um die Ausgestaltung der Übung und ihr seht bereits, dass der Spieler oder die Spielerin in der Annahme ein Hütchen auf dem Kopf hat. Das soll bezwecken, dass der Kopf möglichst gerade gehalten wird. Denn das ist Tipp Nummer 1 von mir, damit ich die Ballflugkurve des anfliegenden Balls vom Aufschlagspieler gut einschätzen kann. Es ist wichtig, dass ich meinen Kopf gerade halte und nicht zu viel in der Annahme bounce, also meinen Kopf auf und ab bewege, nicht meinen Kopf nach links oder rechts kippe oder nach vorne, nach hinten, dass ich nicht zu viel federe, um eben mit meinen beiden Augen parallel zum Boden, also in einer horizontalen, beide Augen habe und an einem sehr ruhigen Blick den anfliegenden Ball beobachten kann. Und das versuche ich zu forcieren, indem ich hier etwas spielerisch und natürlich auch etwas witzig aussehend in Spielern oder Spielerinnen ein Hütchen auf den Kopf setze, damit sie diesen eben möglichst ruhig halten und nicht abkippen, nicht abwinkeln können und auch nicht zu viel in der Annahme bouncen. Tatsächlich war es dann ziemlich schwierig, den Ball trotzdem in der Annahme zu spielen. Spätestens dort fiel das Hütchen meistens runter durch den Impuls, den ich durch die Annahme gegeben habe. Aber gerade, es geht mehr um die Anflugphase, gerade dafür war es eben gut, denn hier mussten die Spieler und Spielerinnen dann eben den Kopf besonders gerade halten, als hätten sie eine Vase auf dem Kopf. Letztendlich geht es mir auch gar nicht darum, dass das Hütchen zwangsläufig auf dem Kopf bleiben muss, sondern vielmehr um das Bewusstmachen, dass der Kopf ruhig gehalten werden soll, die Augen in einer horizontalen bleiben und ich nicht zu viel auf- und abbounce. Und das gelingt mir eben, indem ich hier forciere, weil die Spieler wie eine Vase auf dem Kopf dieses Hütchen tragen. Da müsst ihr mal gucken, es kann auch was anderes sein, es sollte nur eben möglichst etwas festsitzen auf dem Kopf, also ein Tennisball oder so ist sicherlich nicht geeignet, den auf dem Kopf zu balancieren. Aber wenn etwas zu fest sitzt, dann ist es auch wieder zu einfach. Insofern muss das einigermaßen passen. Fürs Bewusstmachen ist es, glaube ich, eine gute Idee. Kurzer Exkurs zur Übungssteuerung. Natürlich haben wir die Annahmeübung nicht nur auf der rechten Spielpositionsseite gemacht, sondern auch auf der linken. Ihr seht, wir haben das Ganze jetzt hier spiegelverkehrt aufgebaut. Die Aufschläge werden hier immer noch als Dankeball, als Anwurf oder als lockerer Aufschlag reingebracht. Longline, und auch hier könnte man eben noch sowohl für Rechts- und Linksannahme auch die Aufschläge cross machen, sodass wir am Ende alle Varianten durchgespielt haben. Bei meinem zweiten Tipp geht es mir um die Armführung und Armstreckung. Hier hat jeder Spieler oder Spielerin in der Annahme zwei Hütchen bekommen
und die auf seine Handteller gelegt und hat dann so in der Bereitschaftshaltung, in der Annahme gestanden, hat den Aufschlag bekommen und dann die Annahme durchgeführt, wobei natürlich beim Zusammenführen der Arme das Hütchen zu Boden fällt und anschließend wieder eingesammelt wird. Was bezwecke ich hiermit? Mir geht es einerseits darum, dass wir in einer Startposition beginnen, bei denen die Handinnenflächen nach oben, also Richtung Himmel zeigen, also eine sehr offene Position, und dass das Baggerbrett nicht schon vor Aufschlag oder während der Ball noch in der Luft ist, geschlossen wird, sondern erst möglichst spät, denn mit geschlossenen Armen, also mit dem Baggerbrett vom Körper, läuft es sich deutlich schneller. Ich möchte erst, dass der Spieler zur Annahmeposition läuft, also dorthin sich bewegt, wo er den Ball annehmen wird, und erst dann dort das Baggerbrett schließt, seine Arme schließt und das Baggerbrett bildet. Außerdem möchte ich den Spielerinnen und Spielern bewusst machen, dass sie aus dieser Ausgangsposition, also zwei Hütchen auf den Handtellern, nur noch ihre Arme strecken müssen, und zwar dorthin, wo sie dann das Baggerbrett bilden und nicht die Arme vorher schon abwinkeln. Manchmal sieht man, dass beim Baggern die Hände erstmal Richtung Kinn, Richtung Gesicht geführt werden, dass die Ellbogen abgewinkelt werden, um dann wieder gestreckt zu werden. Das brauchen wir gar nicht. Wir können aus der Ausgangsposition direkt unsere Arme strecken, hinter den Ball bringen, hinter unter den Ball bringen, um dann den Bagger durchzuführen. Und dieses Abwinkeln der Arme möchte ich eben hiermit ausmerzen. Ich möchte den Leuten bewusst machen, dass sie nur noch ihre Arme strecken brauchen. Dieses Anwinkeln der Unterarme und Durchstrecken kurz vorm Ballspielen hat gleich zwei Nachteile. Das erste ist, dass es eine zusätzliche Bewegung ist, die ich einfach nicht benötige, die mich ja zusätzlich kognitiv beansprucht und die meinen Körper womöglich in eine Unwucht bringt. Also ich will ja möglichst ruhig und stabil agieren. Und das zweite ist eben, dass durch das Durchstrecken im letzten Moment, also das Ausklappen der Arme, nenne ich es mal, ein Impuls entstehen kann, der den Ball eben noch einmal in eine andere Richtung lenkt oder in eine andere Höhe. Also diesen Impuls, den möchte ich eben auch vermeiden. Deshalb ist eine ganz ruhige Armführung aus einer stabilen Position heraus aus meiner Sicht besonders erfolgreich für die Annahme. Okay, Leute, vielleicht auch ein Faktor bei euch, warum die Bälle nicht immer perfekt in der Annahme zum Zuspiel kommen. Dann einfach mal drüber legen, euch selbst reflektieren und gucken, ob ihr mit dieser Information was anfangen könnt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir gerne ein Like da, das macht mich froh. Gerne den Kanal abonnieren, sofern ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, normalerweise montags, manchmal auch donnerstags. Bald geht's wieder zurück in die Halle für mich. Bis dahin gibt es noch ein paar Beach-Videos und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Macht's gut, tschüss und bye bye, euer Martin.